Schert. Du dumme Fotze. Rooftop, ist das die neue Rooftop? Ja. Nice. Alter, so, ich sag sogar noch so, ja, wenn ich sterbe, ist es Chris. Auf einmal holt er die Silence raus. Hat er das gesagt? Was? Hat er das gesagt? Ja, hat er. Achso. Ich hab nicht zugehört. Ist bei dir nicht durchgekommen, oder was? Ich glaube, ich hab's einfach ignoriert. Never. Und vor allem habe ich versucht, einen Melon Launcher zu ballern, aber der hat ihn nicht gekillt. Hast du was verloren davon? Ja, ich habe irgendwie 16 Leben. Achso, never mind. 16 Leben, Alter, der hat nicht. Und ich habe da versucht, wie die Leiche als. Irgendwie die Leiche zu benutzen. Als Schutzschild? Die Leiche zu benutzen. Team Gadget. Nee, ich wollte das wollte ich nicht sagen. Ich wusste einfach nicht, was ich sagen sollte. Dann blieb es dabei. Die Aufregung, ne? Wegen dem Stream. Oh, wir sind schon. So, hier gibt es sicherlich auch irgendwo Waffen, oder? Ja. Ah, guck an den Rifle. Oh, Igel. Alter, ekelhaft. Ich meine, irgendwo. Moment, wie? Komm ich da mal runter? Oh! Aber wirklich, ne? Tarama ist so mit Abstand das Geilste beim Griechen. Hier sollte man irgendwie als Trader extrem viele Sachen können, oder? Ja. Schon. Manche muss man aber extrem lange mit der ganzen Lobby machen. Ja. Oh, das und ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Nö, ich glaube, es ist einfach nur witzig. Leute, ich habe gerade schon wieder etwas Neues entdeckt. Na? Hauptsache, ich stand bis jetzt gerade AFK rum, weil ich mir noch was zu trinken reingeschenkt habe, noch gegessen hatte. Warte mal. Ich höre hier was piepen. Wo? Irgendwo bei Chris. Nein, ich habe nichts gemacht. Ich suche die CD. Hätte was explodiert? Also ich war es nicht. Weder der explodierte noch der explodierende. Schieß auf den Fass, bleib drin. Felix ist dahin. Und ich habe eben irgendwas piepen hören bei Chris. Ich hab's nicht gehört. Ja, vielleicht hattest du es selber, du Vogel. Nein. Also ich habe leichten Verdacht auf Chris. Kannst du behalten. Ja, werde ich auch. Hä? Felix, schieß mal. Achtung. Felix ist irgendwie near death. Oh. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass er irgendwo runtergefallen ist bei der Map. Ja, das aber wenn er runterfällt, ist man eigentlich tot. Naja, also nicht. Na, es gibt genug Spots, wo du einfach nur wirklich near death bist und es leben alle, also würde ich mich wundern, wenn er wirklich durch sonst warten hier dafür. Wer war gerade bei mir? Ich. Wollen wir tanzen gehen? Oh Gott, ich hätte es machen sollen. Ich hätte gerade auf das Fass nehmen nicht ballern können, Chris. Oh, derbe. Christoph kommt, glaube ich, auch gerade zu euch. Nice. Was? Ja, komm mal zu mir. Wie er erstmal stehen bleibt und guckt, wo ich bin. Ich weiß, wo du bist. Bist du dir sicher? Ziemlich sicher. Und zwar? Das sag ich dir nicht. Ich hab dich also schön im Auge, wenn du irgendwelche Unsinnigkeiten machst. Das ist eine Lüge. Komm mal zum Pool. Soll ich schießen, dann weißt du, dass es keine ist. Moment, bist du auch in der Kiste? Mann, bist du da? Bist du da drüben? Ja. Ja. Hauptsache, wir sitzen auf zwei verschiedenen Gebäuden in der Kiste. Felix ist es! Chris ist es! Da ist eine Leiche! Der hat die runtergeworfen! Chris! Ich hab's genau gesehen, ich hab noch gesehen, hier, dass da ein toter Buddy war. Ja, er macht da engen, komischen Traitor-Schweiß an dem Ding. Oh, Moment. Kommt da jetzt das UFO? Lebst du noch? Nee, das ist der Fahrstuhl. Ah, ich sehe schon. Weiß gar nicht, wie ich drauf komme, dass es ein UFO ist.
voll der normale Fahrstuhl. Ah, probieren wir da reinzukommen. Ja, er ist unten an der Treppe. Er will in den Teleporter. Ah. Komm, du hast wirklich die Leiche runtergeworfen, ne? Ja. Ins Genick. Ich hab gehofft, dass es niemand sieht. Vor allem der noch dir ist mit dem Singen, um das zu vertuschen, Alter. Lalalala, Smux. Leute! Mach ich auch mal, wenn ich meine Leichen entzoge. Naja, boah, richtig ein auf Psychopath, ey. Naja, ich wollte. Felix war halt near. Felix war halt near death. Ich dachte so, oh, das ist schon ziemlich cool. Was hast du gemacht? Ein? Wer springt da gerade hinten über die Brücke? Ich vielleicht. Jetzt ist er oben auf dem Haus. Okay. Ja, sind wir nicht alle oben auf irgendwelchen Häusern? Nein, auf dem mit dem Innenhof. Ah. Warte, was? Was für ein Innenhof? Das Gebäude. Fahrstuhl. Wo bist du? Vom Traderraum aus gesehen, ganz hinten rechts. Es gibt ja einen normalen Traderraum? Nee. Naja, dieses Trader, diese Landeplattform. Und einer ist gerade auf diese Landeplattform. Ich bin ja nicht ich. Ja, das bin ich. Und ich muss wieder scheißen, glaube ich. Was ist los mit dir? Ich weiß nicht, liegt das vielleicht am Taramar? Nee. Also außer wenn du so viele Massen davon isst. Ja, war schon ordentlich weit weg. Ja, wieder eine Leiche unten oder was? Wurde ich gerade beschossen? Chris? Ja. Christoph? Ich habe eine Frage. Bist du wieder in der Kiste? Ich bin in einer Kiste, ja. Okay, ich glaube, ich weiß bei dem Silo. Oder bei dem Wassertank oder was auch immer das ist. Ja. War das gar. Nein, das war ich. Ich schieße auf den Pass. Das hat sich so gut angehört. Okay, also wenn einer springt, dann ist das Chris. Springt? Was? Ich springe. Spring, Chris! Ja, nee, ich meine, also, dass ich in Zukunft, dass in Zukunft weiß, wenn einer irgendwo lang springt, dann weiß ich, dass du das bist. Das hört sich so verdammt gut an. Du bist oben wirklich in der Kiste, oder? Nee, jetzt nicht mehr. Ah, ich. Kletterst du da gerade runter? Nein. Nein, was? Das ist Chris. Felix? 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 Brüllen musst du! Hm. Okay, scheint, als wäre er dieses Mal wirklich tot. Ja, okay, dich sehe ich, Chris. Ja. Also. Deswegen ist das Witzigste wäre halt wirklich, wenn er gerade, als er wieder gerade dieses Thriller-Ding gemacht hat, wenn er da wirklich wieder runtergeworfen hätte. Ah! Wow! Okay, was geht ab bei euch? Alter, dieser Zaun. Hier, man kann da einfach nur durchgehen. Ich weiß. Das ist gefährlich. Du lebst gefährlich, mein Junge, du lebst gefährlich. Oh, also fuck. Jordan, ich glaube, Chris war eben irgendwo bei dir. Ja, der ist in meiner Nähe gewesen. Also ich habe ihn gesehen. Aber alles gut. Noch zumindest. Ja, du bist wieder hinten in den Kisten, oder? Ja. Nö, da ist er nicht. Also, doch, sicher? Der ist oben. Engwin habe ich da, glaube ich, gerade rumgeistern sehen. Ja, das war Christoph. Der ist da oben. Hab ich doch gerade gesagt. Ich bin aber nicht in Kisten. Kann man das auch nicht? Nee. Das wäre okay, jetzt Chris, gewesen. Verpiss dich bitte von mir. Ich versteck mich. Tust du nicht, du kommst, glaube ich. Ah, okay, doch, kommt man ja sonst noch hoch. Einfach mal nicht. Vorsicht, Granat. Oh, die Disco geht eher auf mich. Fuck! Lass mich nicht fliegen. Oh, ich flieg nicht. Einen Moment, gleich wieder da. Wie sich in der Kiste versteckt. Ja. Hast du Radar an oder was? Nö. Wieso?
Weil du gerade so gezielt auf Jordan zugelaufen bist, um mich dann gezielt zu mir umzudrehen. Der ist da oben, oder nicht? Was ist das? Ein Geräusch. Das Klonk Klonk eben, ich hab's auch gehört. Oder was anderes. Achso. Okay, das habe ich nicht gehört. Vielleicht kam das noch von Jordan, der ist ja gerade auf Klo. Park. Ja. Da kommt hier die Lache aus dem Off. Vor allem, ich sehe gerade noch einfach, wie du da hinten auf. Alter! Ich hab dich nicht gesehen! Vielleicht sehe ich da so eine Waffe raus. Das Ding ist, ich habe eben noch Christoph oben auf dem Turm gesehen, wie er auf uns geaimt hat. Und ich dachte mir schon so, Moment, ballert er mich jetzt weg, weil ich dich als erstes nicht gesehen habe. Hier kommt man rüber, so. Verpiss dich. Das ist mein Spot. Okay, okay. Ja, ja. Ich finde den super. Ich finde den mega knorke. Das sah aber wirklich irgendwie ein bisschen so aus, als wäre er direkt zu mir gerannt, ne? Wegen Radar. Und vor allem hat halt direkt auf mich rumgedreht und geaimt. Ah. Oh, die Tastatur steht ein Stück zu nah an meiner Armlehne. Ja, jetzt ist ein Stück besser, aber na, noch nicht gut. So. Ah, Mann, nee, das. Oh, das Scheiße ist das. Ich Chris. Aber ich hatte wenigstens Platz in der ersten Reihe. Hallo! Oh nein! Oh, was mach ich? Alter! Oh. Alter, nee, ey, das. zu viel Schwung. Oh, verdammt, ist ja schon. Oh, scheiße. Was? Nein! Ich hab gewonnen! Warte, was? Ich hab gewonnen! Im Flug! Oh, die Zeit! Die Zeit! Als ob! Kalkuliert. Oh, wie geil war das denn, ey? Vor allem einfach diese Disc-Kombo noch. Ja, ich hab sie rausgehauen, aber plötzlich ist sie mit reingekommen. Nee, du hast es dir halt gegen den. Als ob die Runde genau dann angefangen hat, wo ich gerade runtergeflogen bin. Und ich würde aufpassen, Felix, weil da bei dir ist auch Christoph. Oh, ihr seht, was? Gesehen? Nein, ah! Oh ne, ich lande direkt in Feuer, geil. 20 AP weniger. War das nicht dein Feuer? Nein. Oh. Fällt das schon? Ja, nö, was? Man kann sich doch nicht rumgucken. Ich muss. Ja, nö, ja, nö. Ich kratze mir nur ins Auge. Ja, nö. Deswegen bewege ich mich aus rum. Nein. Wer hat gerade geballert? Leben noch alle? Leben noch alle? Felix? Felix lebt auch noch, ich hab ihn gerade gesehen. Ja. Kleine Fotze. Kleine Fotze. Ey, auf mich wird geballert! Auf mich wird. Ich flieg dann runter, ich dummes Stück Scheiße. Ist es vielleicht Christoph? Nein, das ist dein. Nein. Ulala. Also ich sehe Felix, der ist hinten auf dem baufertigen Haus. Dann ist es Felix. Ja. So? Ey. Oh, ich bin tot. Nevermind! Felix ballert auf mich aus Panik, zieh ich so rüber und fliege erstmal runter. Und er guckt so gerade da zu dem Haus hin, weißt du? Und so einen Schritt so weit rechts und runter. Ja, ich bin in einer Kiste gespawnt. Ach, die Kiste ist das. Das sah halt schon wieder. Was? Oh, so, oh lol, ich dachte gerade, ich hab schon das Video. Ah, verdammt. Oh, nee, so. Irgendwer ist gestorben. Ich bin nicht gestorben, ich hab noch 16. Okay, aber, das hat sich aber wirklich so angehört, als wäre gerade weg. Ja, bist du das? Ich bin tot, schon wieder an derselben Stelle. Hier, Christoph, ich war gerade oben, wollte die Kisten runterspringen. Und die sind solche, die man, wo man durchgehen kann.
in die Falle. Ja, wo bist du hin? Da. Als ob. Ja, das sind hier. Oh, ey. Ja. In der Zelle gestorben. Ja? Nicht bei uns. In der Explosion. Ich hab ein Fass und ich hab danach gehört. Keine Ahnung. Chris war bei mir, hier ist keiner gestorben. Ja, Chris, da bist du das, ne? Warum fliegt das Teil nicht? Von Felix, bist du behindert, Alter? Da ist gerade wer gestorben. Ja, wer? Ich brüll doch vorher die ganze Zeit rum. Ja, ich bin schon wieder tot an derselben Stelle, weißt du? Er reilt einfach gar nicht. Auf der Map kannst du dich richtig gut mit dem Fake Buddy halt töten. Das Ding ist, ich bin halt so dumm runtergefallen. Komm her! Hey, Christoph, komm her! Bist du? Du hast auf die Disc-Kombo geworfen, guck mal, wo ich gelandet bin. Hier hinter dir. Hier! Yeah. Ja, eine Sache. Da würde ich ja zu gerne runter machen. Ich hab die Fässer angeballert, by the way. Hoppa. Das war ein bisschen tight. Umba! Weißt du nicht, wo ich bin, Chris? Warst du da? Ich hätte dich gerade so easy wegmachen können, ne? Ja gut, dass du es nicht getan hast. Dann wärst du Traitor. Hier, hinter dir. Ach da. Von mir ist rumgedreht. Ne. Also ich glaube... Was? Christoph stand da gerade so ruhig. Ja, ich habe euch zugeguckt, was ihr da macht. Wo bist du? Er war hinten beim Turm, also bei den... Gib ein paar mehr. Ja, ich weiß, bei dem... Bist du in meiner Kiste, Chris? Doch. Kiste. Nee, er kommt jetzt gerade zu uns. Oder? Er ist bei den Dächern hier. Alter, das ist ein bisschen verwirrend mit Chris und Christoph, teilweise. Felix? Pam pam! Ja, ich bin da. Ach so. Ich dachte mir auch gerade schon so... Moment, wa? Weiß nicht, warum ich dachte die ganze Zeit... Ich dachte die ganze Zeit, Felix wäre tot, deswegen nicht so. Das muss Christoph sein. War das da? Irgendwo da hinten ist das Gebäude von Magnum. Probier mal was. Oh Gott. Kurze Frage, bevor ich hier mich unnötig selbst töte. Ja. Ich will hier weg, bei mir ist gerade was explodiert, Alter. Ja, das war so nah dran. Was so ne? Moment, bist du da? Ich bin unter dir, glaube ich, wenn du da gerade stehst. Ja, also ich war. Komm mal zurück. Ach so. Ja, hier, unter dir. Ah. Okay. Da bei diesen Balken, ne, die so halb eingerissen sind. Ja. Ist dahinter nicht so ein Raum? Ja. Ja. Und wie kommt man da hin? Mit Sprungkunst. Nee, kommt man so hin. Und zwar? Man muss gut springen können. Felix kann das irgendwie. Warte, aber ich komm nicht mehr zurück mit der Batterie. Achso, ja. Und dann ist oben so ein Knopf. Warte, wo? Ich will das auch wissen. Ich bin tot. Bye. Oh, lol. Und wo muss man da hin? Da ist doch nichts. Auf die andere Seite, dann ist da... Ach, das ist einfach durch. Ist ein Raum hinter, oder wie? Ja. Felix, war das mit Sprung? Mit Drucksprung? Mit Drucksprung, ja. Oh. Okay, ich glaube, Felix ist Traitor. Nein! Du warst schon drauf. Ja. Komisch, ich glaube, Felix ist Traitor. Aber das ist doch kacke. 3 Runden hintereinander bei der Map, einfach nur irgendwo auf dem Boden gelegen, den Rest der Runde. So, und jetzt kannst du aber da gucken.
Da steht es. And what are you looking at? Also ein Schild bei dem. Ach, da ist das. Dann öffnet sich das. Ich se- lol, ich höre die Taube einfach richtig. Ja, ich habe auch auf dem rechten Ohr. Wo warst du? Oben drauf oder wie? Oben auf dem Dach. Ja. Ah, ich glaube, ich lasse so einen Scheiß jetzt mal sein, weil ich will auch mal eine vernünftige Runde haben und nicht welche, wo ich nur zu 90% tot bin. Kann auch witzig sein, ja, ja, aber. Also es gibt überall. Kann man mal erzählen, so eine, was das hier eigentlich für ein Ding war? Mit dem Fahrstuhl. Es gibt überall. Ventile! Man, den man kann auch Ventile überall öffnen, ne? Ventile? Ja. Dann kann man die Map überschwemmen. Bitte was? Was? Ja. Wollen wir das mal machen? Ja. Wo können sind wir? Okay, ich hab ne. Ich weiß nicht. Also gut, hier oben bei dem Wasserturm. Das ist, was ich vorhin meinte mit dem Wasserturm. Ah, okay. Ich hab hier auf dem einen Turm hab ich schon mal aufgemacht. Richtung, ich war dumm. Richtung Garten. Weißt du, was ich hatte nämlich vorhin, das ist das, was ich meinte. Oh, ich hab schon wieder ein Geheimnis gefunden. Achso, hast du den auf dem Wasserturm schon gemacht? By the way, ich bin Traitor. Felix. Ich hab noch eins. Felix? Okay, ist passiert. Ja. Oder? Moment, der Hund. Ich hab auf jeden Fall was Komisches gehört. Kannst du mir noch ein Dingens geben, ein paar Traitor-Punkte? Ah, Moment, und dann müssen wir. Lol, was? Hä? Ich schieß gerade automatisch. Ja, ich hab dich mit der Brain Paralysis. Und dann müssen, wir zum Poolhaus. Wir brauchen drei Leute. Was? Was müssen wir machen? Wir müssen zum Poolhaus. Okay. Ich glaube, wir brauchen drei Leute. Moment. Und dann müssen wir hier. Ach komm. Mach mal kurz hier. Hast du gerade gemacht, Felix? Nö. Nö, es ist gerade einer gestorben. Dann war da. Das war dann also, tatsächlich mein Schuss. Ich bin Alter, wie hoch bin ich denn? Jordan, versuch mal nicht zu sterben. Komm her. Nicht schießen, nicht auf mich schießen. Hier, komm mal hier zur Hand. Zur Hand. Und dann drückt man drauf. Warte mal, wer ist tot? Wer ist tot? Und dann brauchen wir nochmal Felix. Der ist irgendwie runtergefallen. Oh, wir müssen hoch. Ja, ja, ich glaube, man kann schwimmen. Okay, er steigt nur bis zu dem Punkt. Nö, aber, ja, aber irgendwie konnte man das noch weiter steigen lassen. Und wie? Der Flow. Hallo! Es geht tatsächlich. Achso, okay, du musst die Killer-Axt benutzen. Also die. Und damit muss ich was machen? Ich glaube, ich glaube, im Trader-Gebäude, also unterm Helipad, ist ein Knopf, den du damit betätigen musst oder so. Kann ich wirklich keinen Punkt entgegen? Einen Moment, ist die Traitor-Achse jetzt nicht unter Wasser? Nein, die ist da, wo du bist. LOL, tatsächlich. Warte, war das an dem? Ne, anders aus. Und wie, was muss ich damit jetzt machen? Das stand da gerade oben. Geh mal zum Poolhaus. Glaube ich. Krieg die da nicht rausgenommen, ich Idiot. Und du hast deine Credits. Oh, ja. Ah, hier ist doch dieser Knopf, wo eine Axt ist. Ich krieg die Scheiße da nicht raus, bin ich dumm? Bis, wo seid ihr? Ich bin hinter dir, unten, beim Poolhaus. Ich krieg die Axt da nicht raus. Hä? Wieso nicht? Ist irgendwie eine Traitor-Tür aufgegangen. Ist noch ja, hin? Das habe ich gemacht mit, aber ich krieg die scheiß Axt da nicht raus. Magnetostick? Habe ich probiert. Ist. Wo denn? Kannst du die Zeit noch hochschrauben, Felix? Oder Dingens mal reviven? Ich bin schon wieder da. Ja? Oh. Ich krieg die Scheiße hier nicht raus, wirklich. Wo bist du denn? In dem. Bei der Axt. Warte mal. Oh, mein Furz stinkt.
Also wahrscheinlich geht es nicht, nachdem man hier. Seid ihr unten, wo der Lichtschein ist? Ja. Bestimmt. Wahrscheinlich geht es nicht, wenn man das Ding geflutet hat. Also muss man neu starten. Na, warte. Was ist das? Special Bullet Bomb? Gibt's eigentlich okay. Jetzt schon irgendwas, was überflutet ist? Nee, noch gar nicht. Oh, fickt euch! Ich wollte noch gerade die Dingens angucken. Jetzt müssen wir sonst einfach mal, ja. Egal, eigentlich, das Wasser geht noch höher und dann. Ja. Wenn nicht. Oh Mann, aber das ist ja richtig krank. Das wusste ich nicht mal. Ich hab's auch vergessen, nur als er die Ventile erwähnt hat, dann dachte ich, oh Moment, da war doch was. Komm, natürlich muss das wieder in der Traitor-Runde sein. In der einzigen, ja. Die ich heute hatte. Natürlich. Immer. Vor allem die einzige, die du heute hattest. Sicher dat. Psst, auf der Map.